Juhu und herzlich willkommen zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. So, wir sind jetzt in diesem neuen Raum hier, wo uns Arcana scheinbar nicht erwartet, wie wir eigentlich vermutet hätten, aber wenn nicht, dann stört es mich jetzt auch nicht. Moment, Hinweismünze, Hinweismünze, stopp. Ich gehe gar nicht ab bei den Hinweismünzen. Nein. Ich muss mir erstmal die Hinweismünzen holen. Danach können wir immer noch das Sinnvolle zu euch machen. So, weil ich denke, das wird wirklich der entscheidende Raum sein, wo wir dann Arcana treffen. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, weil wir ja schon die ganze Zeit darauf warten, auf Arcana zu treffen. Hallo? Stopp. Diese Treppe hört hier einfach auf. Na klar, es muss eine Treppe ins Nichts sein. So, da haben wir noch was. Sind das Schlangen oder vielleicht Drachen? Oh nein, ich weiß es. Das sind Drachenschlangen. Wow. Kreativ, Maya. Kreativ. Aber was kann man denn noch hier untersuchen? Ist doch eigentlich nichts mehr, oder? Ich guck mal ein bisschen rum, weil da müsste doch eigentlich was zu finden sein. Hier ist alles von Reben überzogen. Sie bedecken den Altar von oben bis unten. Hä, hey, was für ein Altar? Was für ein Altar? Hm, man kann auch erkennen, dass hier einst etwas gelegen hat. Was könnte es gewesen sein? Hä, wo soll ich denn jetzt hin? Hä? Okay, die labern einfach alle durcheinander, wenn ich hier draufklicke. Das wusste ich nicht. Ah, geht doch. Stunden später. Was ist denn mit diesem Altar passiert? Er sieht etwas seltsam aus. Es wirkt, als würde etwas fehlen. Es scheint, als hätte hier etwas Großes gestanden. Möglicherweise ein heiliges Relikt. Etwas Großes? Ah, dort oben über dem Altar. Was ist das? An den Wänden sind überall Markierungen. Was auch immer auf diesem Altar stand, war größer, als ich ursprünglich angenommen hatte. Dieses große Objekt wurde aus irgendeinem Grund entfernt. Ich frage mich, wieso. Die Inschrift auf der Steinplatte könnte für Aufklärung sorgen. Allerdings fürchte ich, die Worte sind überaus alt. Also können Sie sie nicht lesen? Es wäre etwas anderes, wenn ich dieses Relikt mit nach London nehmen könnte, um es näher zu untersuchen. Für den Moment kann ich nur einen Teil entziffern. Wirklich, Professor? Was steht denn dort? Die früheren Einwohner scheinen für diese Inschrift verantwortlich zu sein. Wobei die Inschrift selbst ein weiteres Mysterium darstellt, lasst mich sie vorlesen. Jetzt kommt's. Die früheren Bewohner dieser Ruinen haben eine Glocke aus reinem Silber zu Ehren ihrer Götter hergestellt. Sie haben also eine riesige Silberglocke hergestellt. Das ist eigentlich ganz beeindruckend. Aber als die Glocke erklang, hat sie keinen Gott gerufen, sondern einen bösen Dämon beschworen. Dieser böse Dämon hat eine große Katastrophe verursacht, die das Land in Schutt und Asche legte. Diese Silberglocke, das war doch die, die wir gefunden haben, die Frau Dorn uns dann abgeknüpft hat, würde ich sagen. Sagten Sie, eine große Katastrophe? Was kann nun passiert sein? Die Überlebenden haben ihr den Namen Unheitsglocke gegeben und sie in diesem Raum versiegelt. Sie sind dann aus Angst vor dem Fluch, mit dem der Dämon dieses Land belegt hat, geflohen. Die Inschrift enthält eine letzte Warnung. All jene, die Eintritt in diese Hallen finden, seid gewarnt! Lasst die Unheitsglocke nicht erklingen. Mehr kann ich nicht entziffern. Ich vermute, das Objekt, das vom Altar entfernt wurde, war die Unheitsglocke, von der in dieser Inschrift die Rede ist. Professor, könnte das etwas mit Arcana zu tun haben? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, Luke. Hexen und Dämonen sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Allerdings haben sie vielleicht beide ihren Ursprung in dieser Legende. Okay. Gut, das hat jetzt nicht so krass viel gebracht. Ursprung, Herr Layton? Denken Sie noch einmal darüber nach, was hier geschrieben steht. Was geschah nach der Katastrophe? Sie meinen den Fluch, der auf diesem Land liegt, Teil, oder? Ich denke, als die Glocke geläutet wurde, hat sie etwas heraufbeschworen. Was für eine Art Fluch könnte das gewesen sein? Und was ist diese große Katastrophe, die der Dämon verursacht hat? Wartet, könnte es... das Feuer sein, das die ganze Stadt verwüstet hat? Erinnert euch. Hey, was ist das denn? Hm? Hä? Sophie, was ist denn los? Hä? Ah, nichts. Alles in Ordnung. Bist du sicher? Uns gegenüber kannst du ruhig ehrlich sein. Sag uns, wenn etwas nicht stimmt, ja? Ja, natürlich. Ja, total. Mega ehrlich. Ich bin trotzdem verwundert. Was genau war diese Katastrophe, die sich ereignet hat? Ich weiß nur von einer Sache in Labyrinthia, die man eine Katastrophe nennen kann. Das große Feuer. Natürlich, ich verstehe es jetzt. Sowohl die Unheilsglocke als auch die Legende von Arcana müssen. Sophie, bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Du bist ziemlich blass.
große Feuer. Nun, erinnert ihr euch jetzt, Sophie? Hä? Was ist das denn jetzt? Wer seid ihr? Erlaubt mir, euch daran zu erinnern, wer ihr seid und was ihr wirklich seid. Und was ihr getan habt vor so vielen Jahren. Was ich getan habe? Ich... Hä? Alles in Ordnung, Sophie? Nein, ich bin... Es stimmt. Ich bin Akana. Die große Hexe Akana. Hä? Was soll das denn? Nicht ernsthaft. Das Schauspiel beginnt. Hä, was ist das denn für ein Arschi-Vater, der einfach in die Geschichte schreibt, dass sie auf einmal die große Hexe ist? Und der Blackscreen gerade hat mir auch ein bisschen zu lange angedauert. Was war denn das? Oh, noch mehr Geheimnisse. Und kein einziges davon gelöst. Super. Cool. Die verborgene Wandmalerei unter dem großen Archiv und die Relikte unter dem Wald stammen aus der gleichen Epoche. Beide sprachen von einer großen Katastrophe. Das Erscheinen des Glockenturms als Zeichen deutend, wollte de Victoire die Geheimnisse der Stadt und die Wahrheit über die Hexen aufdecken. Der Turm schien dafür wichtig zu sein. Offenbar bauten die vorherigen Einwohner dieser Region diese unterirdischen Kammern, um die Einheitsglocke zu versiegen. Als sie fortgingen, hinterließen sie eine Warnung. Oh Gott. Es war, als wäre Sophie nicht mehr sie selbst. Fast so, als wäre sie besessen. Sie hat immer und immer wieder "Ich bin die große Hexe Arcana" gemurmelt. Sie ist einfach weggelaufen, als wir versucht haben, sie zu beruhigen. Wir haben versucht, sie einzuholen, aber sie war schneller. Wir haben sie überall gesucht, in den Ruinen, im Wald, aber wir haben keine Spur von ihr gefunden, egal wo wir gesucht haben. Wir dachten, sie wäre in die Stadt zurückgekehrt. Und wenn das der Fall ist, haben die Ritter sie sicherlich gefangen und in den entsetzlichen Gerichtssaal geschleppt. Es versteht sich von selbst, dass wir sofort in die Stadt gegangen sind, um nach ihr zu suchen. Und dann, ganz ohne Vorwarnung, wurde Labyrinthia von einem schweren Sturm heimgesucht. Über dem Marktplatz lag eine bedrohliche Stille. Ich konnte nichts außer dem Regen hören. Wir wussten es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber der Regen war ein Vorbote für die schrecklichen Dinge, die noch geschehen würden. Was? Oh, was soll denn das jetzt? Nein! Immer diese Fortsetzung folgt. Boah, irgendwann schlage ich dem einfach nur ins Gesicht, okay? Oh, nein, nicht Fortsetzung folgt. Das wird immer dramatischer. Und besonders nehmen die auch, besonders Luke, für die geile Erzählstimme, die eigentlich voll dramatisch sein müsste. Und deswegen klingt es einfach voll lächerlich, weil der es vorliest. Ach, Mann, was ist denn das? Es wird einfach immer komplizierter. Wieso ist denn die jetzt auf einmal Arcana? Und wie kann die vernichtet werden, wenn es in Wirklichkeit diese Feuergrube gar nicht gibt? Wo ist Sophie? Wo kann sie bloß sein? Sie ist nirgendwo zu sehen. Das ist sehr, sehr sonderbar. Ich habe den Eindruck, es ist überhaupt niemand hier. Ah, das ist bestimmt so ein Brief, der von einem Parade übergeblieben ist. Das ist ja eine neue Geschichte. Das heißt also, die Parade hat bereits stattgefunden. Egal,
Wir sollten sie lesen. Bestimmt steht da irgendwas drin, wie die Bewohner sollten alle verschwinden oder so, weil das Labyrinth ja von einer Krise heimgesucht wird oder so, wer weiß. Nur wo verschwinden die Leute dann hin, wenn die eigentlich nichts davon wissen, dass die abhauen können? Die letzte Geschichte. An einem vorbestimmten Ort, wenn Zwielicht der Dunkelheit weicht, trifft der Schöpfer der Geschichte die große Hexe zum ersten und letzten Mal. Als das letzte Kapitel in glühenden Flammen erstrahlt, verstummt der Erzähler für alle Zeit. Heute Abend wird die große Hexe im letzten Hexenprozess von ihren eigenen Flammen verzehrt. Die Stadt wird befreit von den Fesseln der Geschichte und frei von Hexerei im Licht des neuen Tages erstrahlen. Die Stadt selbst wird leuchten, frei ihrer Vergangenheit und erfüllt mit Hoffnungen für die Zukunft. Also wird es quasi zwei Tote geben. Toll! Super! Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Nein, das kann einfach nicht sein. Ist es das, was diese große Hexe meinte? Was auch immer gemeint ist, wir müssen Sophie finden, bevor Panik in der Stadt ausbricht. Wir sollten uns am besten aufteilen, wenn wir nur Anhaltspunkte hätten. An einem vorbestimmten Ort muss ich auf den Stadtplatz beziehen, wo die Parade immer endet. Und der Erzähler ist sicherlich Sophies Vater. Der letzte Teil verstummt für alle Zeit. Das kann eigentlich nur heißen, dass er sein Leben lassen wird. Wenn ich Sie richtig verstehe, Professor, heißt das, Sophie wird höchstwahrscheinlich zum Stadtplatz gehen, oder? Absolut richtig, Herr Wright. Gehen wir zum Stadtplatz. Dort sollten wir sie finden. Oh Gott. Ich will nicht, dass alle sterben. Boah, was eine Masse, ey. Natürlich, Schaugierige stehen alle schon da. Alle Stadtbewohner scheinen hier zu sein. Es wirkt, als wollten sie alle die letzte Geschichte mit eigenen Augen sehen. Herr Layton, diese letzte Geschichte. Wieso würde die große Hexe Arcane gerade heute Nacht auftauchen? Ich habe mich das ebenfalls schon gefragt. Sie hat sich nie zuvor gezeigt. Vielleicht hat die Geschichte so eine Macht, dass sie sogar das Handeln der großen Hexe bestimmt. Und nicht nur das. Wieso würde der Schöpfer seinen eigenen Tod niederschreiben? In der Tat, in dieser letzten Geschichte gibt es einige beunruhigende Mysterien. Allerdings sollten wir uns vorerst nicht darum kümmern. Ich gebe Ihnen recht, zuerst sollten wir Sophie finden. Aber ich glaube, der hat wahrscheinlich wirklich diese Gloria-Tusse was damit zu tun. Weil der Schöpfer hat ja mit der gesprochen einmal da und da hat sie ja irgendwie gelacht oder so. Vielleicht hat sie ja den Tod aufgeschrieben. In Wirklichkeit. Wer weiß, wer weiß. Versteck dich jetzt, Wetter. Du weißt, dass du nicht gewinnen kannst. Keine Quoi, ich versteck mich nicht. Sie röstet dich am Spieß, find dich damit ab. Wehr dich nicht, du wirst es schon sehen, ich werde ein Ritter. Und wenn ich sage, dass ich dich beschütze, mache ich das. Wie soll denn ein kleines Hütchen wie du mich vor Arcana beschützen? Ich zeige es dir. Die sind so süß, ey. Okay, ja, gucken wir uns den Wagen vielleicht mal an. Professor, sehen Sie, das ist die Kutsche des Schöpfers. Er muss also hier sein. Ja, aber wo ist Sophie? Wo ist sie? Ach, da ist ja auch noch ein Typ. Hi. Die Parade war ganz anders diesmal. Großinquisitorin. Gloria war weit und peinlich zu sehen und Inquisitor Flambeck sah sehr angespannt aus. Ja, ich sag ja, die muss irgendwas damit zu tun haben. Und nicht nur das, sie haben gesagt, es wäre der letzte. Es wäre die letzte Geschichte. Was soll jetzt noch aus uns werden? Ja, das ist die Frage. Wie sollen wir Sophie nur in dieser großen Menschenmenge finden? Ah, dort drüben ist der Schöpfer. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Fluch der Hexerei und der Geschichte endet. Die legendäre Arcana wird vor uns erscheinen und die Geschichte der längsten Nacht wird beginnen. Seid auf ein dramatisches Ende gefasst. Aber das würde ja heißen, wir verlieren unseren Schöpfer. Oh, du bist aber sehr schlau. Wieso wird er geopfert? Es gibt keinen Anlass zur Sorge. Meine Geschichten sind nichts anderes als ein Einblick in die Ironie des Schicksals. Wir werden alle vom stetigen Fluss zufälliger Gelegenheiten mitgerissen. Ich bin nur eine Person in diesem Meer aus Menschen, die heute hier versammelt sind. Aber der sagt immer was Wahres. Und nicht weniger.
Schöpfer! Schöpfer! Hört nicht auf, unsere Geschichte zu schreiben! Boah, der sagt das wie so ein Groupie. Schöpfer, ich will ein Kind von dir! Oh Gott, ey. Voll der komische Typ. Das ist nicht gut. Es wird dunkel und in der Geschichte stand, wenn Zwielicht der Dunkelheit weicht. An einem vorbestimmten Ort. Und wir haben Sophie noch immer nicht gefunden. Hey, hey, seht da! Hm? Jemand steht auf dem Turm! Was? In der Spitze des Turms? In der Spitze? Was ist auf der Spitze? Schau, Nick! Jemand ist dort oben! Seht alle her! Die große Hexe Arcana ist nun erschienen! Diese Geschichte wird nun ihr Ende finden. Das muss sie sein. Ist das wirklich? Die große Hexe Arcana! So neigt sich mein Leben nun dem Ende zu. Die große Hexe Arcana wird gefasst und Friede wird wahrhaftig diese Stadt erfüllen. Inferno! Boah, das ist voll geil gemacht. Aber ich muss sagen, Sophie gefällt mir als Bösewicht-Charakter viel besser. Also wenn sie da genauso skrupellos wäre und so, hätte ich die als Bösewicht viel geiler gefunden als dieses unschuldige kleine Mädchen, weil das hat mich eher die ganze Zeit genervt, als dass ich es irgendwie cool fand. Was? Schnell, kommen Sie! Sophie! Oh Gott! Jetzt sagt nicht, der vertritt die ernsthaft in diesem Prozess. Ihr die große Hexe Arcana! Oh, das wäre so ein klarer Fall. Bitte nimm nicht den Prozess an. Eine schreckliche Hexe, die sogar ihrem eigenen Vater nach dem Leben trachtet. Aber ich würde sagen, wir müssen mal kurz hier beenden. Ich weiß, das ist eine ungünstige Stelle, aber ich überziehe sonst total. Deswegen hoffe ich, euch hat wenigstens dieser spannende Part gefallen. Ich fand's voll cool bis jetzt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.